Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter to go. Ich bin Eva Völker. Heute stelle ich euch Ursula Dorn aus Weißenborn bei Göttingen vor. Als sogenanntes Wolfskind floh Ursula Dorn in den Wirren des Zweiten Weltkriegs nach Litauen. Sie und ihre Mutter kämpften ums Überleben, bis sie 1948 von Litauen aus in die sowjetische Besatzungszone in Deutschland geschickt wurden. Nach ihrer Flucht von dort in die Bundesrepublik gelangte Ursula Dorn über Umwege nach Niedersachsen, wo sie endlich ein Zuhause fand. Mein Name ist Ursula Dorn. Manche rufen mich auch Ulla. Kommt drauf an. Ich bin heimisch in Weißenborn, das heißt 37130 gleich in Weißenborn, Niedersachsen. Geboren wird Ursula Dorn jedoch im 1000 Kilometer entfernten damaligen Königsberg in Ostpreußen im Jahr 1935. Sie ist das älteste von insgesamt 8 Kindern. Königsberg bleibt lange vom Zweiten Weltkrieg verschont. Ab August 1944 wird die Stadt unter Beschuss genommen und stark zerstört. Gegen Kriegsende flieht Ursula Dorn nach Litauen, wo sie und ihre Mutter ums Überleben kämpfen. Die Geschwister sind allesamt verhungert, der Vater ist verschollen. 1948 wird Ursula Dorn von den sowjetischen Besatzern Richtung Westen geschickt. 1948 bin ich erstmal als ehemaliges Wolfskind aus Litauen mit vielen anderen und mit meiner Mutter und anderen Müttern auch noch aus dem Land Litauen rausgeschleust worden. Mit einem Güterzug kamen wir in der DDR an. Und da habe ich dann 5 Jahre DDR-Leben verbracht mit meiner Mutter. Und wir sahen da keine Zukunft für uns mehr. In den Nachkriegsjahren sind in Deutschland Millionen Menschen unterwegs. Flüchtlinge, Ausgewiesene und Vertriebene, Kriegsevakuierte, entlassene Kriegsgefangene, Displaced Persons, also ehemalige KZ-Häftlinge. Es werden Lager eingerichtet, um die chaotischen Verhältnisse zu stabilisieren. So kommen Ursula Dorn und ihre Mutter zunächst in ein ehemaliges Kriegsgefangenenlager nach Eisenach. Anschließend werden sie bei einem Bauern untergebracht, gegen dessen Willen. Zur Schule gehen darf Ursula damals nicht, weil sie für die Grundschule zu alt ist. Stattdessen macht sie eine Lehre als Knopfmacherin. Die meisten Menschen nimmt Ursula als kalt und hartherzig wahr. Das Leben ist so schwierig, dass sie ihre Mutter zur Flucht in den Westen überredet. Ich bin aus der ehemaligen DDR 1953 im November mit meiner Mutter nach West-Berlin geflüchtet, nach Nordrhein-Westfalen. Und da haben wir gedacht, wir sind im Goldenen Westen, was wir uns alle erträumt hatten. War aber genau das Gegenteil. Das war so schlimm. Und bin dann nach Krefeld und da musste ich sehr, sehr schwer arbeiten. Von der schwer depressiven Mutter nabelt sie sich ab. In Krefeld verdient sie ihr Geld als Haushaltshilfe bei einem Metzger. Meine Arbeitskraft war für mich mein Kapital. Ich hatte keine Schulbildung. Mir ist alles genommen worden. Ich habe mich nur mit meiner Arbeitskraft überall beweisen müssen und die wurde anerkannt. In Krefeld lernt sie ihren späteren Mann kennen, mit dem sie 1972 nach Weißenborn bei Göttingen geht. Dort fühlt sie sich zum ersten Mal seit ihrer Kindheit wieder wirklich zu Hause und beginnt in den 1990er Jahren ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben, die vor einigen Jahren als Buch erschienen ist. Der Titel: Ich war ein Wolfskind aus Königsberg. Wie ich meine Bücher angefangen habe zu schreiben, das war 92, da wusste ich, dass ich hier hingehöre. Die Mentalität der Menschen war hier anders und hier habe ich den Ankerplatz gekriegt. Das war's von Grünkohl mit Peter to go. Ein Video mit Ursula Dorn findet ihr im Netz unter Zuhause in Niedersachsen. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter auf eurem Lieblings-Podcast-Kanal. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnis@niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.